So ihr Lieben, mittlerweile bin ich zu Hause. Ich habe auch ein bisschen gekocht. Was heißt gekocht? Also ich habe diese Poachers gebacken. Rezept habe ich leider nicht dazu, aber ich kann euch die Mengenangaben gerne unten reinschreiben. Ich muss mich gleich vorbereiten. Ich wollte duschen, dann wollte ich meine Klamotten für morgen vorbereiten, weil morgen geht es auf ein Shoppingfest in Ehrenfeld. Da sind auch sehr große Instagramer mit dabei, darauf freue ich mich. Ich habe ja meine Mama eingeladen. Wir waren übrigens einkaufen, aber ich konnte keinen Haul abdrehen, weil wir schnell gemacht haben. Da wir ja heute eigentlich ins Indoor-Spielplatz wollten, dann ist auch dann mit Lena hingefahren, die hat einen Wasserbruch und deswegen musste er mit ihr zu Toys R Us. Ich mache mir jetzt ein einen Tee von Teekanne, mediterraner Pfirsich, süß, fruchtig nach mediterraner Art. Der soll richtig gut schmecken, habe ich letztens auf Instagram gesehen, ich weiß nicht mehr bei wem. Ich habe schon überall gesucht, also ich suche das seit Wochen und der war immer ausverkauft und das war der letzte heute bei Kaufland. Also wenn ihr einen Kaufland in der Nähe habt, dann gibt es den Silber wahrscheinlich dort. Genau, ja. Ansonsten habe ich heute das erste Video hochgeladen zu diesen Videos. Also, ich habe euch ja gesagt, schickt mir eure Geschichten und dann werde ich das halt vorlesen und meine Meinung dazu sagen. Und das erste kam eigentlich ganz gut an. War auch richtig asozial, meiner Meinung nach. Oh, das riecht so gut, wenn ihr das riechen könntet, Leute. Macht einen Screenshot. Hier, von Teekanne. Ja. So, jetzt kümmere ich mich aber um Minosch. Ne? Willst du auch einen Tee trinken? Ja? Okay. So, Lina hat gerade ein Paket bekommen. Wir machen das mal gemeinsam auf. Sie weiß nicht, was drin ist. Aber ich bin mir sicher, sie wird sich sehr, sehr freuen. Oh, ich sehe schon was. Was ist das, Lina? Wow, guck mal. Wow, schön. Nee, das brauchen wir nicht. Hallo, spiel mit mir. Wer ist das? Das ist von VTEC, Nieserland, Leerlaufen. Sollen wir das aufmachen? Ja? Okay, langsam. Juhu, freust du dich? Geselle. Sie will das aufmachen. Ja, okay, warte. Ich zeige euch mal kurz, was alles dabei ist. Und zwar einmal diese Rassel hier. Dann dieser Kamm. Ah. Guck mal, Lina, die setzt sich von alleine. Sie schläft. Und da war noch diese Flasche mit bei. Die Puppe kann auf jeden Fall von alleine sitzen, laufen und krabbeln. Ich bin mal gespannt. Sollen wir mal das versuchen? Weg, brack, brack. Krass. Oh, zurück. So. Jetzt bin ich gespannt. Warte. Krass, die krabbelt. Wie geil. Ja, pack auch zur Tür. Ja, nee, auch. Ja.
I don't wanna hear about your lovers. How many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go! And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh, oh. Let's go! Turn back, time, do it over again. Just turn back, time, do it over again. We need to turn back, time, do it over again. I know you know, you know, I know. Ich sage jetzt auch mal Hallo. Ich habe euch ja Linas Puppe gerade gezeigt. Lina spielt damit. Aber momentan wollte sie einen Joghurt essen. Also die Puppe ist total cool. Die kann von alleine laufen. Kann stehen, sitzen, krabbeln. Und ja, ich finde die total cool. Ich verlinke euch mal die Seite von VTech unten. Und dann könnt ihr euch die Puppe anschauen. Linas iPad war ja auch von dort. Und jetzt waren wir so lieb und haben die eine Puppe geschickt. So, was noch? Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Heute geht es ja für uns zu diesem Shoppingfest. Und ich freue mich schon total. Der geht von 18 bis 22 Uhr. Lina, Döktün. Ich bin der Döktün an den Gym. Asasie, Asasie. So, Moment, muss ich mal hinsetzen. Genau, das geht von 18 bis 22 Uhr. Die Gewinner habe ich bekannt gegeben auf Instagram. Die kommen auch heute mit. Und ja, ich freue mich total. Ich nehme auf jeden Fall die Kamera mit. Oh, ich hoffe, das darf ich und das geht auch. Aber ich denke schon, dass das geht. Ja, ich freue mich total, die Mädels zu sehen. Und ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und hoffe, die haben auch nichts dagegen, wenn ich die Kamera mitnehme, ne? Obwohl die zwei Mädels machen auch YouTube, soweit ich weiß. Und die anderen, ehrlich gesagt, kenne ich nicht. Ich kenne nur drei Mädels, die da jetzt sind. Das war Tülay, Hamide und Asiem X heißt die eine. Ja, mal schauen, wie das wird. Und jeder bekommt eine Goodiebag, soweit ich weiß. Da gibt es ein alkoholfreies Cocktail für jeden und Fingerfood. Ich bin mal gespannt, wie es mit Lina wird. Ich will auf jeden Fall ihren Kinderwagen mitnehmen, weil, falls sie doch unruhig wird, setze ich die dann da rein und gebe ihr was zu essen. Ihr wisst ja, wie Lina ist, ne? Hauptsache essen und dann ist alles gut bei ihr, dann liebt sie dich. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel quatschen, aber dann fährt mich jetzt gleich zu meiner Mama und dann fahren wir um 17.30 Uhr, denke ich mal, los. Ja. Mal schauen, wo es wird. So, wir sitzen jetzt im Auto. Auto ist am Tanken. Wir fahren jetzt erstmal zur Bank, dann zu meiner Mama. Ja, und Mama ist auch gleich zu Hause. Sie hat jetzt frei. Und dann fahren wir auch, wie gesagt, um 5.30 Uhr ungefähr los. Lina sitzt hinten mit ihrer Puppe. Lina, was macht deine Puppe da? Da. Wo ist Baby in der Erde? Baby? Ja. Ja, Baby, so. Ja, wo ist dein Baby? Pack ja dann da auch Baby in der Erde. Ja, da. Da. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are the solution.
So Leute, das ist unsere... Nein, ich glaube nicht. Ja, das ist unsere Moschee. Die wurde noch neu fertig gebaut. Anne, nächste Mal bauen wir Pulte Blasse. Bitte. Geht's denn damit? Die ist total groß und hier können die Jugendlichen Fußball spielen. Du schuld, danke dir. Ah, schon wieder für ihre Strecke. Anne, ist ja nicht mehr Geld, dann bringe ich dir mal einfach. Ama baksana ayakkabıyla giriyorlar. Girerde abdestin olur. Ama banka da varmış içeride. He? Banka. Acaba buraya... Geldik. Sokma anne. Nasılsın? Nasıl kokuyor değil mi? So, jetzt liebe Hamide. Nein. Das könnt ihr bei ihr auch vorbeischauen. Was auch immer. Du hast sogar ein Messi gestern hochgeladen. Genau. Die Kea Bibi. Genau. Und jetzt habe ich zwei Kleiner auf Deutsch. Genau. Und alle anderen sind auf Deutsch. Ja. Okay. Bitte lesen, Chico. So, ihr Lieben, wir sind mittlerweile zu Hause. Wir waren gerade bei Kaufland ein bisschen Süßigkeiten kaufen, weil wir einen Film gucken gleich. Aber ich sitze nicht mehr hier. Auch so. Bandage? Das zieht man dann so rüber. Und dann kann man entweder seinen Hals. Oder wenn man Fahrrad fährt, dann hier so nicht. Ach, kalt wird. Okay. Hier, schau mir das gleich an. Genau, wir sind jetzt zu Hause. Ich muss sagen, das Shoppingfest war schön, aber zu durcheinander. Ich weiß nicht, ob man das erkennen konnte. In dem Goodiebag war ein Kopftuch drin und ein Armband. Wobei ich mir denke, nicht jeder trägt ein Kopftuch, der da hinkommt. Aber okay, man kann es als Schal verwenden. Ja, und ansonsten... Cocktail gab es jetzt auch nicht. Es gab entweder halt Kirschsaft oder Bananensaft, war das, glaube ich. Ich habe auch nichts getrunken. Dann gab es Fingerfood, da ist immer einer ab und zu rumgekommen und wenn er leer war, kam wieder ein neues Tablett mit neu gefüllten, das war glaube ich Mozzarella mit Tomaten und so. War eigentlich ganz, ganz schön, nur das Doofe war, wir haben halt ein bisschen länger warten müssen, damit wir rein können. Das war für mich anstrengend, für die anderen bestimmt nicht, weil ich mit Lina da war. Lina wollte natürlich weg, sie hat die ganze Zeit gesagt, bye, damit wir... weggehen, also irgendwo anders hingehen. Ansonsten habe ich die Person getroffen, die ich unbedingt sehen wollte. Habt ihr ja gerade eben auch gesehen. Und das fand ich auch schade, dass sie so spät gekommen sind, weil die Hamide ist kurz vor 8 gekommen und die anderen, ich weiß gar nicht, wann die gekommen sind. Ich habe die nicht gesehen, wir waren um 8 Uhr raus und die waren immer noch nicht da und das ging nur bis 22 Uhr. Ja, finde ich schade, weil es ja ein VIP-Abend wäre schön gewesen, wenn die dann auch von 18 bis 22 Uhr da gewesen wären, alle. Aber, naja, was soll's. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, war schön. Ich habe eine Zuschauerin getroffen von uns. Sie hat Lena erkannt, mich nicht. Der war aber trotzdem sehr, sehr schön. Also hat sich gelohnt und ich bin wirklich nur wegen die Hamide dahin gegangen und die habe ich auch getroffen. Und genau dann, als wir nach Hause gehen wollten. Also da hatte ich echt Glück. Was isst du da? Nee, Jonsen. Schickel mir, Jon. Zähne putzt du gleich, ne? Ich habe ihnen übrigens gerade eine Zahnbürste gekauft, weil sie hat hier keine. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Nina liebt ihre Zähne zu putzen. Sie liebt es einfach. Ja, ansonsten gibt es nichts zu erzählen. Audel holt uns morgen ab. Der ist am Arbeiten. Und der hat auch gefragt und hat es sich gelohnt, dahin zu gehen. Achso, ich habe übrigens von meiner Mama diesen Armband hier bekommen. Und so, und diese Ohrringe. Ich finde die total schön. Sieht man die? Ja. Total schön finde ich die. Oh, ich will auch. Das riecht so schön. Nein, Süßigkeiten. Das ist auch schöne Ohrringe. Ja. Ja. Okay.
Ja, ich habe auch neue bekommen, ne? Ja. Nasal Bonjour war, Sende de Neval Kelebek. Aber. Da hier bist du der Energy Drink almost, stimmt? Schaut mal, Leute. Wie viele sind das, Heike? 24. Oha. Ich habe einen. Achso, ja, okay. Jeden Tag eins. Jeden zweiten Tag. Okay. So, jetzt sagen wir bis gleich. Bye. Aber will auch nicht. Also Leute, bis gleich, sonst Helena geht in die Kamera. So ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen. Ich habe euch gar nicht gesagt, was wir Lina alles gekauft haben eben. Willst du ein Ei? Ja. Genau, also für Lina haben wir bei TK Maxx einmal diesen Hund gekauft. Der kostet wohl angeblich 32 Euro. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das steht ja immer drauf auf der Verpackung. Und der war jetzt bei TK Maxx für 16,99 €. Ja, der kann auf jeden Fall. Ich muss mal kriechen halten. Bellen. Und laufen. Aber der ist total lahmarschig, ey. In den Arkaden haben auch damit die Krise bekommen. Naja. Und dann haben wir noch Dr. Bieber gekauft. In der Optik von Troll. Troll mit den Trolls. Da können wir jetzt das spielen. Nein. Das für 10 Euro. Dann haben wir für meine Mama eben bei Penny diese Hausballerinas gekauft. Größe 36, 37. Sie ist nämlich krank geworden. Ich hoffe, ich habe sie. Ich bin nicht diejenige, die sie angesteckt hat. Dann haben wir zweimal Kinderschokolade mitgenommen. Wir machen nämlich heute wieder mal einen schönen Abend. Ne? Hakan ist nämlich bei uns. Dann salzige Heringe. Ich liebe, liebe, liebe diese Dinger. Und diese Schweinchen. Die waren jetzt. Nina hustet einfach in den Keller rein. Die waren runtergesetzt auf 49 Cent. Dann Hakan. Brauche ich was zu sagen? Eine Cola. Dann habe ich für Lina diese Flasche gekauft von Elsa. Die andere, die ich bei Kick gekauft habe, habe ich weggeschmissen. Weil die hat so komisch gerochen nach einer Zeit. Naja, die habe ich jetzt von Penny gekauft für 3,99 €. Aber ich hoffe, sie trinkt daraus. Ich werde das jetzt abends neben sie tun, wenn sie schlafen geht. Ich muss es aber erstmal durchwaschen. Uff. Riecht richtig nach Metall hier. So, dann habe ich einmal Milchbrötchen mitgenommen. Wie immer in letzter Zeit. Eier. Früher habe ich immer diese 6 Stück gekauft. Mittlerweile hole ich 10 Stück. Dann hat Hakan für uns Knoppers mitgebracht. Die waren auch im Angebot, ne? Bei Kaufland. Einmal von Haribo Fantasia. Die sind auch im Angebot, glaube ich, momentan bei Kaufland. Und einmal das hier, Wahnsinn, ich, Mango, Orange von Wolwig. Schmeckt das?